Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Explorer. Was euch erwartet? Oh yo, ein Krokodil. Oh nein, der kommt hoch. Das greift mich an. Hallo, Junge, da kommt erstmal der Anglerfisch. Ich bin fast tot. Eine Schnecke greift mich an. Willst du mich verarschen? Wie viel Schaden machen die? Was bist du denn? Was bist du denn? Nein, nein, ich steck fest. Junge, nein. Hoff mich an dich dran zu ziehen, Alter. Wo bist du? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge werden wir eine Reise machen in den Betweenlands. Ja, ihr seht es gerade auch. Ich habe überhaupt nichts an. Ja. Wir waren ja eigentlich in der letzten Folge mit dem Enchantment beschäftigt so und haben dann die ganzen Sachen gemacht. Und ich finde, dass innerhalb von zwei Folgen jemand zu tun ist ein bisschen eintönig und recht langweilig. Das ist gefühlt wie solche Filler-Folgen in Animes. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir mal ein großes Abenteuer in den Betweenlands. Und da habe ich mir einige Sachen vorbereitet dafür. Also ich habe mich mit einem meiner Zuschauer hingesetzt, also der liebe Fallen Cupid. Und da haben wir uns einfach mal hier Vorbereitungen gemacht für den Betweenlands, damit ich halbwegs so, ja, überhaupt klar komme auf mein Leben. Und durch diese Vorbereitung würde ich sagen, habe ich so ein bisschen Selbstvertrauen in mir und weiß so, was mich so erwartet. Also nicht ganz. Wir haben nur die Grundlagen besprochen, was so alles mit dieser Mod es auf sich hat, also mit dieser Dimension. Und der sagt mir gerade hier, dass da nicht genug Platz ist für das Portal, dass es spawnen kann. Ich muss es wohl irgendwo woanders platzieren. Vielleicht hier hat es mehr Platz. Genug? Nein. Hier ist immer noch nicht genug Platz. Jetzt muss ich eine Stelle finden, die verdammt nochmal Platz hat. Ich glaube, ich platziere es einfach mal hier. Denn ich bin ehrlich, Minecraft Explorer neigt sich langsam wirklich dem Ende zu. Und wir werden wahrscheinlich nicht so viele verschiedene Sachen mehr bauen oder erkunden. Aber ich finde, dass ich da nichts mehr habe so wirklich, was ich noch machen könnte persönlich. Und ich mich so langsam aber sicher darauf vorbereiten werde, den Nachfolger zu machen oder ein neues Minecraft Let's Play. Und da werde ich mich so einige Sachen jetzt hier so vorbereiten vorher. Aber natürlich haben wir noch einiges hier in Minecraft Explorer zu tun, Leute. So wie die Betweenlands zu erkunden und alle Sachen dort zu erledigen. Also, ich werde versuchen, dort in dieser harten Dimension. Yo, wow. Ja, wir sind noch in unserer eigenen Dimension, aber das ist hier das Portal und ich höre noch die eine Maschine dort und ich sehe das auch noch hier. Und was es hiermit auf sich hat, das ist nur das Portal von Betweenlands und wir werden gleich dort ankommen. Ich sehe auch gleich die coolen Partikel und wir haben nichts weiteres außer unseren Körper und diese Level und jetzt diese extra AP, aber die Dimension ist echt hardcore und ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach mal sofort reingehen, ohne wirklich weit jetzt hier um heißen Brei rumzureden. Also, los in die Dimension. Hä? Ich will rein. Hallo? Muss ich hier durch? Wo ist das richtige Portal? Muss ich hier durch? Ah, jetzt! Jetzt komme ich in die Dimension. Ich habe mich schon gewundert so. Oh, ja. Die Wildnis. Oh, yo. Ja, die Schwierigkeitsstufe. Das sah man gerade unten links. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach mal hier jetzt hier durchgraben, weil würden wir jetzt hier weiter durchgehen, dann ist es so, dass wir dann einfach in unsere eigenen Welt kommen. Aber das wollen wir ja nicht. Also, schauen wir jetzt mal. Ich habe noch... Oh yo, was ist dort? Ah, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Wurm. Oh yo. Hier sind auch so fallende Blätter. Ey yo, das sieht echt realistischer aus. Warte mal, können wir was aus dem Portalframe machen? Nein, wir können daraus nichts machen. Das ist einfach nur ein Portalframe. Das kann man aber schmelzen. Aber Holz wird uns in Dimension nichts bringen. Denn das System hier ist komplett unterschiedlich. Also, da werde ich euch echt gleich einiges erklären. Ich würde mal sagen, so wie in jeder Minecraft-Let's Play, sollten wir damit anfangen, mal ein bisschen Holz abzubauen. Und da würde ich mal sagen, wollen wir uns mal hier so das Reedwood ein bisschen ab. Die Dimension ist auf jeden Fall sehr, sehr mysteriös. Das Ding ist, ich sehe halt so fast gar nichts. Aber was ich mir machen will, ich will hier tatsächlich einen Wegpunkt platzieren und einfach mal sagen, so Startpunkt. So, hier haben wir angefangen. Und ich sag's euch, Leute, ich habe irgendwie richtig Motivation so dafür. Ich mache das mal pink. So, Startpunkt. Dann sollten wir es doch... Ja, wir sollten es jetzt sehen. Und ich mache mal die Karte aus, damit ich möglichst viel hier davon sehe. Oh, was bist du denn? Eine Schnecke! Warte mal. Und hier ist Swampweed. Ja, das werden wir gebrauchen später, aber dazu komme ich gleich. Ich wollte erstmal schauen. Lass uns mal schauen, was mit dieser Schnecke auf sich hat. Hallo. Oh, warte. Hat sie dich geklont? Nee, da waren zwei ineinander. Das ist eine Schnecke, die ist so ein bisschen infiziert. Okay. Und was mich gerade wundert, warum ich gerade nicht diese eine Leiste habe, um halt zu verfaulen. Denn normalerweise gibt es hier so eine Leiste. Oh, lol. Huh? Ich habe von irgendwas Schaden bekommen. Wahrscheinlich von irgendwelchen Dornen hier in der Nähe. Oder gibt es das überhaupt sowas? Ah, ja, hier sind Dornen. Needle. Ah, Nettle. Okay, verstehe. Wir haben auch einige bescheuerte Sachen. Wir haben Schneckenfleisch bekommen. Oh Gott, ja. Wir werden uns hier mit verschiedenen Sachen wohl ernähren müssen. Auf jeden Fall sollten wir jetzt, würde ich mal sagen, wenn anfangen,
nötig Holz sammeln und die erste Ausrüstung holen. Was normalerweise der Fall sein sollte, dass bei dieser Dimension hier es so eine Leiste gibt. Normalerweise ist das so, dass es hier so eine Leiste gibt. Warte mal, hier ist noch das... Okay, das Holz war hier runtergefallen. Denn alles in Dimensionen zerfällt so. Also, oh, ein Firefly. Hi, hallo. Sehr hübsch leuchtest du. Normalerweise ist es so, dass alles in Dimensionen zerfällt und langsam würde ich verrotten quasi. Und, oh Leute, hier ist Schlamm. Gott, ja, hier gibt es auch noch Schlamm. Da kann man prima eigentlich so... Ich hätte eine Idee, aus dem Schlamm könnte man so einen Monster-Abwehrmechanismus machen. Das wäre was, also das wäre was. Aber hier, normalerweise kann man sich hier, wenn man jetzt im Questbuch schaut, mit diesem Ball of Sap, kann man sich so hier quasi sich erneuern quasi. Ihr müsst verstehen, die Dimension ist sehr, sehr korrupt. In einer Zeit würde man einfach irgendwie, ja, sterben. Aber kann man sich mit diesem Ball of Sap quasi, ihr kennt's ja, bei der trockenen Haut müsst ihr so eine Nivea-Creme drauf schmieren. Das ist so ähnlich wie das, so, dass du halt einfach nicht hier an der Umgebung hier stirbst. Und das Ding ist, das gilt auch für Rüstungen. Also müssen wir uns später irgendwie andere Rüstungen machen immer oder sie mit verschiedenen Sachen aufladen. Aber dazu kommen wir erst später. Wir werden uns erstmal mit den Anfangsdingen beschäftigen. Nibble Trick. Nein, das ist nicht das, was ich suche. Ich suche nicht Nibble Trick, aber ein... Da! Da hinten! Genau! Oh lol. Lurker. Oh yo, ein Krokodil. Nein, nein, lass mich in Ruhe. Aber, Junge, hast du viel Leben? Ja, die Monster hier sind viel, viel stärker als die normalen, wegen der Schwierigkeitsstufe. Deswegen sollten wir jetzt uns unbedingt, weil wir haben, Leute, wir haben einfach gar keine Ausrüstung. So, machen wir jetzt Redwood Planks und machen uns ein Crafting Table. So, da haben wir auch jetzt hier schon gleich Redwood. Ja, Redwood habe ich doch. Redwood. Redwood Log. Aber, das macht keinen Sinn. In der das ist Redwood. Ah, yo. Der Baum hat sie quasi einfach so eine innere Schale nochmal, also eine innere Schicht. Ah, genau, das brauchen wir. Redwood. Redwood Planks. Aber es ist einfach gefühlt dasselbe. So, ich verstehe nicht, warum... Okay, macht irgendwie keinen Sinn. So, ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach uns die Grundausrüstung machen. Bevor wir jetzt hier so uns hier mit all den ganzen Sachen hier beschäftigen, machen wir uns erstmal hier eine Redwood Pickaxe. Und die sieht echt komisch aus, wie so eine Hoe quasi. Denn es gibt hier keine Hacken oder Hoes. Da kann man nichts anbauen. Ich muss mir quasi was jagen oder irgendwie anderweitig was abfarmen. Zum Beispiel, yo, warte mal. Das ist ein blauer Pilz. Wir müssen da mal gleich rüber. Aber Lurker. Ich will ihn töten mal. Ich bin gespannt, was dieser Lurker gibt, dieses Krokodil. Ich mache mir dazu einfach mal so ein Schwert. Leute, das sieht aber so richtig kaputt aus. So, komm her, ha? Lurker, was machst du, ha? Ja, du bist hier eingefangen. Boah, ich mache echt wenig Schaden. Die halten echt verdammt viel aus. Ja, was machst du, hä? Du kommst nicht auf Land, ha? Oh, ich habe ein Achievement gemacht. Was? Wir töten nochmal hier den anderen. Oh nein, der kommt hoch. Der kommt hoch. Nee, warte. Hä, warum willst du nicht? Der will mich scheinbar irgendwie hier nicht angreifen, wie es aussieht. Lol, das sind friedliche Viecher. Aber ich will mal schauen, was der mir gibt. Boah, Alter, ich habe zwei Lurker. Oh, lol. Lurker Skin. Sehr hart und grounded. Warte mal, da ist doch bestimmt hier noch irgendwas davon. Mehr davon. Ja, noch mehr. Jetzt habe ich 5 Stück. Warte, kann man mit dem Lurker Skin was machen? Dann kann man sich Rüstung machen. Und ein Backpack. Genau. Das wollte ich mir eigentlich machen tatsächlich. Ich wollte tatsächlich erstmal mir aus den Slimy Bones eine Rüstung machen. Für den Anfang. Das droppen die Monster, diese schleimigen Knochen. Aber ich will tatsächlich vorher schauen, dass ich mir noch eine Axt mache schnell. Dass wir ganz viel Holz erstmal farmen. Das würde ich mal sagen. So. So, erstmal hier aus den Stöckern. Und aus den Planks. Eine Axt. Spitzhacke haben wir. So, dann fahren wir mal ein bisschen Holz. So, jetzt haben wir einiges an Holz. Redwood Log. Das Ding ist, das Redwood Log sieht gefühlt genauso aus wie die Planks, komischerweise. Gut, Spitzhacke haben wir. Ich würde mal sagen, dass wir uns einfach mal die Grundtools machen. So wie man es einfach im normalen Minecraft kennt. Dead Grass, totes Gras, ja. Ja, alles ist hier so am Verrotten so und am Sterben so. Nichts hält ewig in die Dimension, nicht mal die Ausrüstung. Da steht auch jetzt hier good as new, also so gut wie neu. Damit würden sie sagen so quasi, dass die Ausrüstung hier legit nach einer Zeit verfällt. Leute, ich habe so Bock hier die Dimension hier anzuspielen, weil es ist mal so ein Neuanfang so. Das ist mal wirklich, so stellt mir das mal vor, ein neues Let's Play anzufangen so. Diese Motivation, Leute. Warte mal, wo war mal unser Craft, da war unser Crafting Table. Ich würde sagen, dass wir uns mal aus dem Between Stone hier den, ja, Sulfur Furnace. Aber ich will erstmal, bevor wir den Sulfur-Furnace machen, eine Steinspitzhacke. Oh ja, ja, die Steintools sehen hier einfach komplett gleich aus. Schade, dass es nicht so irgendwie so eine spezielle Version von Steintools gibt. So, dann machen wir uns jetzt erstmal so, wenn man sagen, 2 Steinschwerter. Da kann man auch einen Dolch machen, aber das will ich gar nicht. Ich will erstmal ein Steinschwert machen. So,
Und hier kann man jetzt... Ah, die Büsche geben Stöcker, wie es aussieht. Verstehe. Okay, das ist cool. Steinschwert ausrüsten. Das Holzschwert können wir eigentlich wegschmeißen. Ich habe eine Schale bekommen von der Schnecke. Im Pestle Mortal kann man das alles so zerkleinern so. Und es gibt hier verschiedene Rezepte so. Und man kann Kompost machen mit verschiedenen Sachen. Hier gibt es super viele Mechaniken. Aber zu denen kommen wir eigentlich gleich. Oh, hier. Yo, locker. Junge, die jagen hier Fische. Lol. Warte. Ein kleiner Fisch ist hier. Hallo. Hallo, kannst du mal hier sterben? Lol, und auch irgendwie, wie ich angreife, ist irgendwie komischer. Komm her, Lurker, Alter, Junge. Die Viecher halten aber auch so viel aus. Digga, lass mich doch hier... Komm her! Mach dich fertig, Alter. Er kommt hier irgendwie nicht auf sein Leben klar. Ich weiß nicht, was der vorhat oder was sein Deal ist. Auf jeden Fall, ich mache... Mehr Schaden als vorher, aber die Viecher halten halt so viel aus, wegen der Schwierigkeitsstufe. Und deswegen gibt es auch Dungeons und Bosse und verschiedene Sachen, die man looten kann. Also es gibt hier einiges. Oh lol. Hab ich was mit den Fischen hier auf sich hat? Find's auch cool, dass man die einfach unter Wasser sehen kann komplett. Warte mal, ich bin mal aus dem Lurker-Skin einfach mal, würde ich sagen, ein Backpack machen. Dafür brauchen wir Reed Rope. Das kann man einfach aus diesem Swamp Reed machen. Und dann machen wir das so kombinieren. Zack. Jetzt haben wir einen Lurker-Skin-Pouch. Ah, zusätzlicher Platz. Sehr gut. Das kann man so öffnen oder hat man das so ein Backpack. Okay. Tun wir das mal einfach mal hier in der Hotbar. Mit der Spitzhacke. Und ich brauche noch wieder ein bisschen Stein. Okay, dann können wir mal ein bisschen hier farmen. So ein bisschen so uns hier ausrüsten, Leute, würde ich mal sagen. Oh lol, man kann mal Steintools. Steintools zu benutzen ist scheinbar nicht empfehlenswert. Vor allem, was soll man sonst machen, wenn man das nicht so richtig... Also man kann man schon benutzen. Und hier gibt es auch verschiedene Erze und alles dergleichen. Und was mir empfohlen wurde hier, dass man sich vorher hier so ein bisschen vorbereitet auf die Dimension und da halt die ganzen Sachen macht. Hier gibt es auch normalerweise auch hier Kohle. Kohle gibt es hier aber nicht. Stattdessen gibt es hier Sulfur. Was ist das denn für ein Viech? Aber, was? Oh, lol. Ist da ein Bienennest? Sind da Löcher? Sind da irgendwelche Löcher? Aber die werden nicht... Okay, das ist einfach nur ganz normales Weedwood. Das ist einfach nur eine Textur. Okay. Ach, da sind irgendwas in den Löchern drin. Ich würde mal sagen, dass wir einfach mal so ein bisschen hier erkunden. Boah, normale Schwerter sind echt komisch. Die sind irgendwie langsam und machen irgendwie richtig wenig Schaden, wie es aussieht. Wir haben bislang noch nicht viel Essen verloren. Hä? Wo ist denn die Leiste hin? Leute, die Leiste ist aber einfach mal da. Ja, jetzt kann ich das mal endlich erklären, was es hier auf sich hat. Ihr seht diese extra Leiste hier unten über die Hungerleiste. Das ist die Zap-Leiste, die Zerfallleiste. Und die müssen wir irgendwie auffüllen. Und das können wir mit Zap. Jetzt muss ich nur den nötigen Zap finden. Warte mal, es geht hier lang. Ich mache mir mal einfach mal ein Boot, würde ich sagen, direkt. Oh ja. Yo, das Boot sieht hier echt cool. Yo, das Boot sieht hier irgendwie... Ey, das Boot. Ja, genau, das Boot, Leute. Ey, das Boot sieht hier irgendwie voll cool aus. Warte mal. Yo, es hat sogar eine eigene Animation. Wie kann ich das benutzen? Hallo? Ich bin stuck. Hilfe. Hä? Kann das Boot mal irgendwie... Hallo? Hallo, jetzt verstehe ich das überhaupt. Ach so, warte mal. Was greift mich an? Hallo? Junge, da kommt erstmal der Anglerfisch auf dem Boot. Ich bin fast tot. Oh Gott. Ja, ein Anglerfisch hat mir 6 HP-Leiste abgezogen. Geil. Wo bist du denn? Warte mal, was soll denn damit? Warte mal, lass uns erstmal was von diesem Pilz essen. Der Pilz kann man nicht essen. Muss man den braten oder was? Nee, muss man zubereiten. Mit Salz und alles dergleichen. Ja, wie soll ich da Salz hinbekommen? Omelette kann man machen. Und ich muss Olm-Eier sammeln. Reedwood Bowl. Reedwood Stick. Blackhead Mushroom. Da muss man ja wirklich Rezepte machen. Aber ich will was braten können. Warte, lass uns mal noch ein Boot machen, weil das ist irgendwie jetzt kaputt gegangen. Und ich habe irgendwie richtig Schiss vor den Anglerfischen. Ich glaube, das Boot muss man falsch herum platzieren. So. Ah, verstehe. Anglerfisch, verzieh dich. Nein. Junge, komm her, ich klatsch dich weg, Alter. Ah, ich muss W. Ah, ich muss A und D drücken. Okay, warte. Und wahrscheinlich muss man... Ah, verstehe. Jetzt verstehe ich das. Wenn man beides gedrückt hält und eins so hält, dann kann man nach links und rechts gehen. Oh, warte mal, da ist ein Frosch. Hey, Frosch. Warte mal. Oh nein, die Anglerfische, die sind auf Stress aus! Mann! Ja, das kann ich aber... Warte mal, ich spawn hier? Das macht keinen Sinn, mein Portal ist dort, aber scheinbar ist der Spawnpunkt woanders. Oh Gott, nein, Anglerfische. Junge, die Anglerfische sind ja absolut brutal hier. Nein, Gecko. Hey, Gecko.
Oh, du bist so süß. Was machst du für Geräusche? Oh, bist du süß. Ich muss dorthin. Aber die Anglerfischer hauen mir aufs Maul. Ich muss mich ausrüsten. Leute, ich muss mich ausrüsten. Ansonsten komme ich hier echt nicht klar. Leute, wir holen erstmal ein bisschen Holz. Machen wieder hier so eine Crafting Table. Und dann direkt wieder ein Boot, würde ich sagen, ja. Junge, ich komme ja hier gar nicht rüber wegen den Scheißviechern. So, jetzt muss ich hier, okay, das so halten, so kann ich mich drehen, okay. Ich finde die Animation voll cool, Leute. Also, das sieht verdammt geil aus. Ich muss weg von den Anglerfischen. Das ist so behindert, ich bin immer stuck, wenn ich raussteige. Und dann, es ist so bescheuert, wenn ich aussteige, Leute, stecke ich hier oben fest und ich muss nämlich erstmal durchkämpfen. Oh, hier ist wieder so ein Gecko. Hi. Und eine Blutschnecke. Ey, voll die coolen Viecher. Eine Schnecke greift mich an. Willst du mich verarschen? Warte mal. Ich hole meine Sachen zurück. Dreckige Schnecke, Alter. Komm her. Eine Schnecke. Die schießt mich ab, Alter. Wie viel Schaden machen die? Das kann nicht euer Ernst sein. Wie schwer ist das denn? Warte. Bulb-Capped Mushroom. Ja. Das brauche ich. Und es gibt mir auch Nachtvision. Aber ich bin verwirrt. Oh, ich krieg nur Gea davon. Was soll denn das? Das ist so bescheuert, Leute, wirklich. Das wird eine Herausforderung. Es wird auch wahrscheinlich ziemlich anstrengend sein, in diese Dimension klarzukommen. Ich bin hier irgendwie ziemlich unsicher in dieser Insel. Oh, Fuchsschweine. Die sind roh und ich will nichts Rohes essen. Aber die Pilze kann man essen. Kann man die irgendwie braten? Okay, man kann das mit Salz wieder verbinden, aber ich habe nicht wirklich die Möglichkeit, Salz zu produzieren, glaube ich. Aber lass uns das jetzt mal hier abbauen, weil das würde uns was zu essen geben. Also die Pilze können wir für eine Zeit essen. Und wir müssten noch dafür sorgen, damit wir halt nicht verrotten, weil diese Seppleiste geht halt runter. Müssen wir uns unbedingt diesen Sepp holen, diesen Schleimball. Das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir 24. Fürs Erste ist das, glaube ich, genug. Ja, es geht uns vielleicht nur sehr, aber wenigstens können wir regenerieren. Vor allem, ich will wissen, der Frosch gibt einfach Froschbeine so. Alter, greift er mich an? Spuckst du mich an gerade? Drecksviech. Das habe ich, glaube ich, mit blauer Spucke abgeworfen. Warte mal, ich will mal den Gecko angreifen. Junge, die Viecher taken ja aber auch was. Lol. Meyer Snail. Die haben mich doch gerade angegriffen. Oh, die ist freundlich. Okay. Warte, bislang habe ich noch keine feindlichen Viecher gesehen, außer diese verdammten Anglerfische. Junge, Leute, ich schwöre, die Anglerfische, die sind am brutalsten. Aber ich will mal wieder zurück zum Startpunkt, da wo auch unser Ofen ist. Denn ich will erstmal hier so vernünftige Ausrüstung holen. Und mein Boot, das Boot hier, das kann ich auf einer Stelle stehen. Das schwimmt erstmal hier zum Fluss. Warte, ich muss so. Stimmt. Ich bin auch daran gewöhnt, W zu drücken, also nach vorne zu drücken, um hier. Das ist so crazy. Also die Mechanik mit dem Boot. Junge Angler, verpiss dich. Ich kann halt, währenddessen bin ich halt schutzlos. Nein. Angler, nein. Nein. Nein, nein, nein. Mann. Wie Anglerfische gefühlt das größte Problem hier sind. Ich muss irgendwie eine andere Möglichkeit finden. Ich muss mich verdammt nochmal rüberbauen, Leute. Alter, was soll denn Mist? Warte mal. Ich bin aber wenigstens, oh, dieser Schlamm hier. Ich bin aber wenigstens hier noch schon bei dem Teil hier. Bei dem Baum. Nein. Nein. Verzieh dich. Nein, ich muss hier rüber. Ja, diese Anglerfische, die sind brutaler als jeder Boss hier, ich schwöre. Junge, komm her, ich klatsch dich weg, Alter. Junge, was macht? Die sind einfach hier. Die kommen erstmal gefühlt auf dem Land. Junge, was willst du? Stress? Komm her. Auf Land hast du. Oh, auf Land bist du. Oh, nee, die machen trotzdem Schaden. Du musst echt aufpassen, dass sie mich nicht töten. Die droppen halt nicht mal wirklich was, glaube ich. Normalerweise sollten die irgendwas droppen. So, Hörner. Das habe ich jedenfalls mich informiert. Warte mal, schauen wir mal, was wir bei der Questreihe noch machen müssen. Eine Truhe. Eine Truhe wäre gar nicht schlecht. Also, die können wir uns eben schnell machen. So. Dann haben wir die Quest auch fertig. So. Holen wir uns die mal ab. Lockbox. Ein Kompass. Wow. Den wir nicht wirklich gebrauchen können. Dann schmeißen wir den einfach mal weg. Das nächste, was wir uns noch machen müssen, ist, wir könnten vielleicht noch ein bisschen was mit den Lurker farmen. Oder erstmal schauen, ob wir hier irgendwas noch in der Nähe finden. Also, das wird der Betweenlands Arc, Leute. Also, wo wir wirklich uns mit all den Dingen beschäftigen hier und einfach versuchen zu überleben. Das ist nämlich einfach wie so ein kleines Zwischenprojekt in Minecraft Explorer quasi. Aber ich würde mal sagen, markiert haben wir uns das. Essen haben wir. Wir haben hier die Mushrooms. Und schauen, ob wir irgendwelche feindlichen Monster finden. Das ist halt so bescheuert, Alter, diese Nosea. Na, was ist das denn? Irgendwas angesammelt. Ich weiß nicht was, aber ich habe rohes. LOL! Man hier! Nice! Warte mal, ich will es abbauen. Kann ich das nicht irgendwie abbauen mit einer Redwood Pickaxe?
Ja, mit einer Spitzhacke kann man das abbauen. Warte, mit einer Steinspitzhacke? Das ist noch langsamer. Steinspitzhacken sind nutzlos hier, wie es aussieht. Ich muss wirklich die Ausrüstung benutzen, die halt in der Mod sind. Das ist halt so geil. Man darf man nicht... Deswegen habe ich auch nichts wirklich mitgenommen. Und ich wollte auch nicht wirklich was mitnehmen, um halt so ein bisschen so Herausforderungen zu machen. Weil hier kann man nicht die Ausrüstung benutzen von irgendwelchen anderen Mods oder von Vanilla. Da bist du komplett mit der Mod beschäftigt. So, eigentlich gar nicht schlecht. Ich habe auch Inferium. Aber das bringt uns nichts, weil wir damit nichts anbauen können. Weil wir können keine Hacke machen. Hacken sind hier nutzlos. Ich kann es ja mal versuchen, Leute, und euch das mal zeigen. So, mit einer Hoe. Und hier mit dem Stein. Stonehoe. Man kann hier nichts, gar nichts. Alles tot. Wir können nichts anbauen. Wir müssen jagen für Essen. Und können ja nicht mit Mystical Creature was machen. Es ist schon zweimal gestorben. Wow. Mein Kopf kann ich hier platzieren. Und hier. Wir sind insgesamt zweimal gestorben, Leute. So viel von der Challenge halt her. So, ja, wir werden kein einziges Mal sterben. Ich sterbe in der ersten Folge gegen einen Anglerfisch. Ein verdammten Fisch. Was ist das hier? Volapet. Junge, komm her, ich klatsche dich Angler. Weg, Alter. Ey, du Drecksviech, komm her. Komm her. Warte, Alter. Junge, dieser Drecksviech. Drecksangler. Warte, ich muss mit dem normalen Schwert. Ich muss mir ein normales Schwert machen. Ach, ist das bescheuert. Dann mache ich mir ein Holzschwert, weil irgendwie greife ich damit ultra langsam an. Kann ich das auch irgendwie wegschmeißen? Und schaue jetzt mal, dass ich jetzt hier weiterkomme. Ich will mal sagen, Leute, dass wir mal ein bisschen so erkunden. Wir erkunden erstmal so. Ich gehe mal in diese Richtung hier. Da ist ein Seppbaum. Perfekt. Wir bräuchten auch etwas Sepp. Leute, da ist was. Da ist irgendwas. Oh, Mann, diese ganzen Dornen hier. Die nerven mich. Was bist du denn? Was bist du denn? Hallo? Oh Gott, jetzt kommt näher. Okay. Und jetzt macht es verdammt viel Schaden. Was macht das für... Junge, was macht das für Schaden? Die Viecher sind hier so verdammt stark. Ich frag mich, was es gibt. Ich schmeiß mich mit irgendwas ab. Nein, nein, ich steck fest. Was macht das das? Es zieht mich durch. Hallo? Was ist das für eine Attacke? Das Viech saugt sich erstmal an mich. Junge, das saugt mich erstmal an sich. Was soll denn der Mist? Okay, nee. Das werde ich noch besiegen, Alter. Komm her. Ja, was soll denn der Mist? Okay. Sicher. Ich meine, sicher, man hätte man auch irgendwie mal andere Viecher reinziehen können, wie so ein Zombie oder so. Aber nein, irgend so ein Farbbiest, was mich an sich zieht. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Dieser Dreckschlamm. Junge, nein! Hör auf, mich an dich dran zu ziehen, Alter. Wo bist du? Ich sehe nichts. Hallo? Es erträgt mich! Was soll denn der Mist? Wo ist mein Item? Junge, hier sind schon so viele Spawn-Points, also Death-Points, Alter. Das wird ein interessantes Abenteuer. Junge, ich stecke ja, ich war einfach... Er hat mich erstmal in den Fluss reingetan. Er hat mich versucht zu ertränken, Junge. Was soll denn der Mist? Ja, komm her, Alter. Nee. Jetzt bist du tot. Jetzt ist wirklich dein Ende. Oder auch nicht. Dieser Dreckschlamm. Der nervt. So, nochmal. Komm her. Ich will schauen, was du mir gibst. So. Was gibst du mir? Lass mich mal schauen. Tardrip. Tear? Man kann man sich ein Tar-Minion hier machen. Und da, mit dem Animator. Ja, damit werden wir uns auch demnächst hier beschäftigen, weil man kann man Sachen zum Leben erwecken. Schauen wir mal, dass wir uns hier ein paar Pilze holen und sie einfach mal hier essen. So, wir essen einfach mal die Pilze hier. Gott, ey. Ja, erkunden wird wohl schwierig, Leute. Ich glaube, wir werden uns einfach in den nächsten Folgen beschäftigen, mal hier so ein bisschen zu farmen in den Höhlen und uns mal eine vernünftige Ausrüstung zu holen. Weil wenn die Viecher so viel Schaden machen und wir nur mit Holzschwertern kämpfen und die so viel Leben haben, ja, dann wird das nicht so toll. Ja. Na gut, Leute, das war's dann aber auch schon mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nächste Folge Let's Play verpassen wollt, dann bitte lasst doch ein Like da, das würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh jo, es wird dunkel. Wow.